Kennen Sie das Märchen vom Weihnachtsfrieden beim Finanzamt? Das geht so. Es war einmal das liebe Finanzamt und das verschickt so kurz vor Weihnachten keine unangenehme Post und auch zwischen den Jahren macht es das nicht, sondern es hält sich an den Weihnachtsfrieden. Warum das nur die halbe Wahrheit ist, verrate ich Ihnen heute. Bleiben Sie dran, bis gleich. Hallo, schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Patricia Lederer, ich bin Rechtsanwältin in der Frankfurter Steuerrechtskanzlei TaxPro. Der Weihnachtsfrieden beim Finanzamt ist ja offiziell gestartet. Bei uns hier in Hessen, unsere Kanzlei sitzt ja in Frankfurt am Main, da ist das Ganze am 20. Dezember diese Woche gestartet. In NRW, da war man früher dran. Da ging das schon am 17. Dezember los. Und in Bayern, da fängt es ein bisschen später an. Nämlich erst am 22. Dezember. Das sind die Startdaten für den Weihnachtsfrieden beim Finanzamt. Wenn Sie jetzt wissen wollen, was in Ihrem Bundesland gilt, dann zeige ich Ihnen das mal. Schauen Sie hier, der Bund der Steuerzahler. Der hat es auf seiner Webseite veröffentlicht. Sie sehen hier die Bundesländer und immer mit einer Markierung, wann bei Ihnen ja der Weihnachtsfrieden so offiziell startet. Ich habe auch die Webseite wie immer in der Videobeschreibung verlinkt, wenn Sie das in Ruhe anschauen wollen. Ja, und was bedeutet das jetzt so ganz genau? Bedeutet das etwa, dass vom Finanzamt jetzt kurz vor Weihnachten überhaupt keine Post mehr kommt und auch nicht zwischen den Jahren? Nicht ganz. Das Finanzamt schickt natürlich weiter Post, aber offiziell jedenfalls nur ganz bestimmte Post. Ich verrate Ihnen auch, welche das ist. Das sind als allererstes mal die Zwangsgelder. Zwangsgeld, Festsetzung oder auch die Androhung von Zwangsgeld. Das kommt nicht wegen des Weihnachtsfriedens. Es gibt auch keine Vollstreckungsaktionen. Finanzamt friert also niemandem das Konto ein, pfändet keine Konten, keine Versicherungen und so weiter. Es gibt auch keine Gerichtsvollzieherbesuche. Das Finanzamt lädt Sie auch nicht ein, zu kommen zum Finanzamt. Das ist die berühmte Vorladung. Und das Finanzamt schickt Ihnen auch keine Post, dass es ein Steuerstrafverfahren gegen Sie eingeleitet hat. Das sind, ich habe sie mir zusammengeschrieben, die Maßnahmen, die nicht zwischen den Jahren passieren und natürlich auch keine Steuerprüfung. Die Betriebsprüfung findet zwischen den Jahren nicht statt. Aber es gibt natürlich einen Haken an der Sache. Genau genommen sind es zwei Haken. Der erste ist, alle andere Post vom Finanzamt, die kommt trotzdem. Unabhängig vom Weihnachtsfrieden und das sind zum Beispiel die Steuerbescheide. Ob es ein Steuerbescheid für ein Jahr ist oder worüber sich die Steuerzahler ganz besonders freuen, wenn die Betriebsprüfung jetzt im Herbst zu Ende war und kurz vor Weihnachten kommen dann Steuerbescheide für 3 Jahre, 4 oder mehr Jahre. Das kommt trotz des Weihnachtsfriedens. Und noch eins, ich habe Ihnen ja gesagt, die Vollstreckung findet offiziell nicht statt in Friedenszeiten, aber sie findet eben doch statt, wenn Verjährung droht. Bei der Steuer haben wir ja verschiedene Verjährungsfristen und das Finanzamt kann bei der Vollstreckung die Verjährung durchbrechen, unterbrechen und stoppen, dass die eben nicht am 31. Dezember eintritt, sondern dass das Finanzamt die Steuer weiter verlangen kann. Und dann schickt das Finanzamt eben doch kurz vor Weihnachten und auch zwischen den Jahren Vollstreckungsaktionen raus, pfändet Konten, pfändet Lebensversicherungen, beantragt die Zwangsversteigerung von Häusern, von Wohnungen. Nur um ein paar Beispiele für die Vollstreckungsaktionen vom Finanzamt vor und nach Weihnachten zu nennen. Und der zweite Haken an der Sache, der ist, dass dieses Datum, dieser 20. Dezember bei uns in Hessen zum Beispiel, ab dem der Weihnachtsfrieden gelten soll, das gilt nur für die Bearbeitung beim Finanzamt. Bedeutet, das Finanzamt kann Ihre Steuersache, Vollstreckungssache, Betriebsprüfung, was auch immer, vor diesem Stichtag bearbeiten und dann vergehen ein paar Tage, bis das Ganze dann vom Chef, von der Chefin, Sachgebietsleiter beim Finanzamt abgezeichnet ist, bis es dann in die Poststelle kommt und auf den Weg in die Post zu Ihnen. Das kann eben vor diesem Stichtag sein und so kann es passieren, dass die letzte Bearbeitung beim Finanzamt in der ersten oder zweiten Dezemberwoche war
und dass sie dann eben trotzdem Post bekommen am Tag vor Weihnachten, an Weihnachten und am ersten Werktag. Das ist dann nächsten Dienstag. Und was können Sie machen, wenn Sie solche Post im Briefkasten haben vom Finanzamt? Eben kurz vor den Feiertagen oder auch zwischen den Jahren. Dann habe ich einen Tipp für Sie. Dann brechen Sie auch den Weihnachtsfrieden und legen Sie einen Einspruch ein gegen genau die Post, die Sie vom Finanzamt bekommen haben. Ob das jetzt ein Steuerbescheid ist oder eine Vollstreckungsaktion, das Konto eingefroren, alle Aktionen vom Finanzamt können Sie mit einem Einspruch anfechten. Und ich verrate Ihnen auch, wie Sie so einen Einspruch schreiben können. Wir haben natürlich bei uns im Shop auf den pepperpapers.de, ich zeige Ihnen das hier, die Einsprüche für Sie gegen die verschiedenen Aktionen vom Finanzamt. Die sind vorformuliert und Sie haben einen ganz einfachen Fragenkatalog, den Sie beantworten. Und dann kommt am Ende Ihr rechtssicherer Einspruch raus, mit dem Sie den Weihnachtsfrieden in Sachen Finanzamt und Steuer dann eben auch mal brechen. Jetzt wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, wirklich schöne Feiertage mit der Familie oder wie auch immer Sie sie verbringen. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, nächste Woche Montag, Freitag, 18:30 Uhr wieder, so wie immer. Bis dahin, machen Sie es gut. Ciao.